Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Toni Ebert und Sascha Benecken haben einmal mehr den Gesamtweltcup gewonnen. Urheberrecht Getty Images. Die Rodel-Doppelsitzer Toni Ebert, Sascha Benecken sichern sich beim Saisonfinale in Sochi den Gesamtweltcup. Der Sieg geht aber an ein russisches Duo. Die Rodel-Doppelsitzer Toni Ebert, Sascha Benecken haben sich beim Saisonfinale in Sochi zum dritten Mal in Folge den Sieg im Gesamtweltcup gesichert. Die Weltmeister belegten im vorletzten Rennen der Saison hinter den russischen Siegern Alexander Denisow, Wladislav Antonow den zweiten Platz 0,053 Sekunden und sind vor dem abschließenden Sprint am Sonntag nicht mehr von der Spitze des Gesamtklassements zu verdrängen. Vsevolod Kaschkin, Konstantin Korschunow, Russland 0,193 wurden Dritte. Jetzt haben wir es geschafft, aber mit dem Rennen sind wir überhaupt nicht zufrieden. Im ersten Lauf hatten wir Probleme am Start, die Zeit im zweiten Durchgang kann ich mir noch nicht richtig erklären, sagte Ebert in der ARD. Vierter Triumph im Gesamtweltcup für den 30-jährigen und Benecken, 29, ist es nach 2014, 2015, 2016, 2017 und 2017, 2018 der insgesamt vierte Triumph im Gesamtweltcup. Die Europameister Tobias Wendel, Tobias Alt, Berchtesgaden, Königssee, landeten im Olympischen Eiskanal von 2014 auf dem enttäuschenden siebten Rang 0,565. Im Kampf um die große Kristallkugel wären die Olympiasieger als Dritte der Gesamtwertung wie die zweitplatzierten Österreichern Thomas Stoi, Lorenz Koller auf mehrere Patzer von Ebert Benecken angewiesen gewesen. Stoi, Koller belegten nach einem Fahrfehler im zweiten Lauf Rang 6, 0,264. Robin Geücke, David Gamm aus Winterberg wurden zudem Zwölfte, 1,750.